Istanbul spürt ihr wirklich, dass in einer Stadt voll mit Geschichte ist. Für Träumer war Konstantinopel das Zentrum von ihrem Royaume. An 1000 Jahre spät sind die Ottomanen angestürmt und haben die Stadt Istanbul gedeft. Die Osmanen waren zu Istanbul vom 15. bis zum 20. Jahrhundert, also sie hatten eine riesen Influence auf türkische Kultur und damit natürlich auch auf die Essen. Heute ist die Küche von den Sultanen aber nicht mehr wirklich weit verbreitet. Mit einem Ossitane-Restaurant kann ich noch immer historische Plan aus der Zeit entdecken. Die ottomanische Küche hat mit Ingredienten aus dem ganzen Royaume geschafft, vor allem mit exotischen Gewürzen, mit gedrischtem Obst und mit Nüsse. Das gebackene Melone ist wirklich ganz typisch und die ist gefüllt mit Fleisch und mit Korinthen. An der Teitner See von meinen absoluten Lieblingsplan, Mahmoudieh. Das ist Poulet mit gedrischten Aprikosen und mit Kanel.